Frohes neues Jahr und herzlich willkommen hier am Hofgut Neumühle. Mein Name ist Theresa Scheu. Ich bin die Tierärztin hier auf der Neumühle und ich möchte Ihnen allen heute einmal zeigen, wie wir eine Trächtigkeitsuntersuchung beim Rind machen. Dazu haben wir jeweils immer Arbeitslisten erstellt, die wöchentlich abgearbeitet werden. Darauf ist verzeichnet, wann das Tier besamt wurde oder gedeckt wurde und wie lange es tragend sein sollte. Die Trächtigkeitsuntersuchung kann ich mittels Ultraschall frühestens um den 35. bis 38. Tag sehr gut, sehr sicher machen. Wenn ich die Trächtigkeit früher wissen möchte, dann habe ich die Möglichkeit, mittels einer Blutprobe oder einer Milchprobe ein Protein zu untersuchen, was vom Kalb quasi produziert wird. Und nur wenn dieses Protein nachweisbar ist, weiß ich, dass die Kuh tragend ist. Untersucht wird jetzt die Kuh Nummer 1861. Diese ist vor ungefähr 40 Tagen besamt worden. Und jetzt gilt es eben zu kontrollieren, ob diese Kuh tragend ist. Dazu nehme ich mir jetzt Tierärzte-Klischee-mäßig meinen Rektalhandschuh, ziehe den an und räume jetzt erstmal das Rektum frei von Kot, bevor ich die Ultraschallsonde einführen kann. Im Studium der Tiermedizin werden wir daraufhin ausgebildet, im Prinzip mit der Hand genau zu fühlen, ob das Tier tragend ist oder nicht. Dazu ertasten wir von rektal die Gebärmutter. Und diese ist bei einem Tier, was dieses Trächtigkeitsstadium hat, etwa so groß wie ein Handball. Und es lässt sich dann eben eine, wir nennen das Fluktuation feststellen, also eine Füllung eines der beiden Uterushörner. Das werde ich aber mittels Ultraschall kontrollieren, damit ich sicher gehen kann, dass das Kalb auch lebt. Was hier jetzt deutlich zu erkennen ist, ist die Füllung der Gebärmutter. Hier liegt unser Kalb. Da ist es in seiner Fruchtblase drin. Und das Kalb ist jetzt etwa so groß wie ein Gummibärchen. Jetzt untersuche ich eine Kuh, die etwa 3 Monate tragend ist, um genau zu sein 109 Tage. Wir können als Tierärzte in den ersten 12 bis 16 Wochen der Trächtigkeit auf die Woche genau fühlen, wie weit die Trächtigkeit vorangeschritten ist. Wenn man ein solches Tier untersucht, das schon so weit tragend ist, dann kann man schon deutlich den Umfang der Gebärmutter fühlen. Die Gebärmutter ist etwa so groß wie ein Brotlaib. Hier kann man sogar schon das Kalb fühlen, was etwa die Größe einer kleinen Kartoffel hat. Wenn die Trächtigkeit schon weiter fortgeschritten ist, dann erkennt man das natürlich an dem zunehmenden Bauchumfang. Und man kann dann bei der Kuh durch den sogenannten Fruchtgegenstoß prüfen, ob die Trächtigkeit besteht. Dafür streicht man hier über den Bauch. Und wenn man den leicht in Schwingung versetzt, merkt man, dass das Kalb da hinten dran liegt und in seiner Fruchtblase, in seinem Fruchtwasser liegend, schön hin und her gleitet. Die Kuh trägt, das sagt ein altes Sprichwort, so lang wie die Magd, also 9 Monate. Wir sagen 280 Tage plus minus 10 Tage ist normal. Und es ist genau wie bei uns Menschen auch so, etwa 6 Wochen bevor die Geburt naht, gehen die Kühe in Mutterschutz, das heißt, sie werden trockengestellt, sie geben keine Milch mehr. Diese Zeit benötigen sie, damit das Euter sich regeneriert und die wertvolle Biestmilch gebildet werden kann. Diese Milch ist eben immens wichtig für das Kalb bei der Geburt. Darüber werden viele Immunglobuline, also Abwehrstoffe, an das Kalb übergeben. Zu diesem Zweck stehen hier die Trockensteher alle beisammen, genießen ihre Ruhe. Die sind alle vom Bauchumfang her schon etwas breiter und behäbiger. Damit Kühe Milch geben können, sollten sie jedes Jahr ein Kalb bekommen. Das ist eine alte Regel, die sich mit unseren Kühen, die wir mittlerweile so halten, eigentlich nicht mehr bewährt. Mittlerweile ist es so, dass die Kühe ihre Milch so lange halten können, nennt man das, also so lange eine Leistung erbringen, die mittlerweile über ein Jahr hinausgeht. Das heißt, wir reden hier von einer sogenannten verlängerten Laktationsdauer. Mittlerweile gibt es Kühe, die alle 1,5 bis 2 Jahre ein Kalb zur Welt bringen. Und das bedeutet für die Kuh, dass sie in ihrem Leben nicht mehr so viele Kälber zur Welt bringt, wie das früher noch der Fall war. Wir haben hier Kühe im Bestand, die bereits seit 400 Tagen und länger ihre Milch geben. Und wenn dann am Ende die 280 Tage Trächtigkeit überstanden sind für die Kuh, dann bringt sie ihr Kalb auf die Welt. In der Regel ist es unsere Arbeit hier auf den landwirtschaftlichen Betrieben dafür zu sorgen, dass es der Kuh und dem Kalb vor, während und vor allem dann nach der Geburt gut geht. Vielen Dank und liebe Grüße vom Hofgut Neumühle.